So, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Also von der Karte her waren wir nicht hier. Da so haben wir nicht cold. Hier gestartet. Already Carl did not feel his toes anymore. Okay, kein Problem. Wir suchen uns jetzt erstmal hier eine Feuerstelle. Die Musik macht mich gerade nur so ein bisschen nervös. Und dass wir hier gerade, als wir hier zu nah rangegangen sind. Was? Hamilton? Je ne sais plus. Portrait Chia oder so? Hamilton, ich bin nicht mehr dein Hund. Ich habe Angst, da reinzugehen, dass da auch irgendwie so ein Typ auf uns wartet, der uns abknallen will. Die Milch war sortiert by color. From the whitest to the greenest. From the freshest to the sourest. Grün, Alter. Grün. Weißt du, wie lange die jetzt schon stehen muss, ey? Die wird ja erstmal dick, bis sich so quasi Schneemobil-Ski. Geil. So, Buttermilchmäßig. Wird die halt so sauer und so, aber bis sie grün wird, ey, glaube ich, dauert ein bisschen. Ach geil, können wir nachher mit so einem Teil hier rumfahren. Können wir jetzt mal aber eben erst einen Ofen finden. Ich habe keinen Bock, nämlich gleich zu erfrieren. Hier draußen ist aber, glaube ich, keiner, ne? Shit, ey. Ja, ich weiß, die ist kalt, Boyfriend, aber ich habe Angst, die Tür hier aufzumachen, seitdem uns der eine Knabe da erwartet hat. Hier ist nur Klo, ne? Okay, wir müssen es riskieren. Sonst gehen wir eh gleich drauf. Hallo? Ich komme in Frieden. Okay, hier scheint keiner zu sein. Bisschen Chaos hier beim Guten. Da hinten ist ein Ofen. Oh, machen wir erstmal an. Puh, dann wärmen wir uns erstmal, bevor wir jetzt hier alles abklappern. Ja, es ist ein bisschen doof, ne? Dass uns die Fußspuren jetzt bis hierhin gebracht haben. Hab ich das gewusst. Aber ich hätte jetzt auch keinen Bock auf halben Weg wieder zurückzulaufen. So, was haben wir denn hier Schönes? Brief von der Polizei. Antwort auf eine Anzeige. Atamipak. Same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Okay, Antwort auf eine Anzeige. Sehr geehrter Mr. Lamotte, in Antwort auf Ihre Anzeige müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Polizei keine Hinweise finden konnte, die Ihre Behauptung vom plötzlichen Auftauchen eines Mannes aus dem Weltall in Ihrer Ortschaft stützen würden. Offensichtlich haben die Vorkommnisse in Roswell, New Mexico, einen tiefen Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Aus diesem Grund raten wir Ihnen dringend, möglichst bald Ihren Arzt aufzusuchen. Hinsichtlich eventueller weiterer Anzeigen sollten Sie sich dessen bewusst sein, dass im Gerichtsbezirk Apitibi die Existenz von kleinen grünen Männchen nicht offiziell anerkannt ist. Hochachtungsvoll, Pierre Valliot, Sekretär, Sûreté du Québec oder so. Ich hatte mal Französisch, aber schon ewig her. Und huch. Und das Einzige, was ich auch konnte, war lesen. Also ich kann mich noch an eine Unterrichtsstunde erinnern. Meine Lehrerin, die mochte mich. Das war warum nur eine Schachtel und nicht gleich acht? Genau. Was ist das? Rice Crunch? Achso, das sind Cornflakes oder was, ne? Ja, wenn das deine Lieblingsmarke ist, so, dann muss sie auch immer auf Vorrat da sein. 10 Polaroid-Filme, okay. Und dann hat sie mich halt einmal dran genommen und dann habe ich halt so einen Megatext vorgelesen, auch voll gut, ne? Sagt so, ja, Aussprache und so, top und so, ne? Und dann so, ja, was hast du jetzt da gelesen, ne? Übersetzt mal. Ne? Das musste man natürlich danach auch immer machen. Und ich konnte nicht einen Satz übersetzen. The man has a passion for intergalactic things. Back then, people were obviously scared of the Russian atomic bomb. But an invasion by extraterrestrials was a legit fear as well. Seems like the mechanic had made his choice. Weil ich habe auch Französisch eigentlich als Zweitsprache nur genommen, weil erstmal natürlich, weil ich Abitur machen wollte, so das braucht man ja natürlich dafür. Ich glaube, heute ist es immer noch so, ne, dass man eine zweite Sprache braucht. Und ja, was hatten wir damals? Hatten wir damals noch Latein? Ich weiß es. Nee, gar nicht. Spanisch war es, glaube ich. Spanisch und Französisch, glaube ich. Und Latein, glaube ich. So, und Latein hieß es immer so, brauchst halt nur, wenn er irgendwie this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest?
Ja, aber hier sind ja keine dran, oder? Doch, da ist eine. Da ist eine. Zwei Nadeln sind da dran. Kann ich das irgendwie ranzoomen? Ja, ein bisschen. Da ist eine und da. Mal gucken auf unserer Karte. Das wäre also die Eishöhle. Und vielleicht geheimes Projekt, ne? Ja. Eishöhle und geheimes Projekt hat er hier angemarkert als wichtig. Ja, jedenfalls habe ich Französisch nur genommen, weil sich das gut anhört. Aber ich bin in Sprachen einfach absolut mies. Ich bin da nicht ausdauernd genug, die ganzen Vokabeln auswendig zu lernen. Bedienungsanleitung Seite 1. Fahrwerk. Geil. Boah, da freue ich mich drauf, wenn wir das gleich irgendwie zusammenbasteln können. Das Fahrwerk hat viel zu viele Teile. So ein Ding auseinanderzunehmen ist leicht, aber es wieder zusammenzusetzen, das sieht schon ganz anders aus. Ich habe alles zusammengesetzt, bis auf die Ketten. Die liegen hier irgendwo in der Nähe irgendwo. Okay, also Ketten müssen wir noch finden. Ski, nicht bei der Arbeit trinken. Nicht bei der Arbeit trinken. Nicht bei der Arbeit trinken. Ich verlege sonst zu viele Teile. Alter. Region ist gestern gekommen, um mir bei der Arbeit zu helfen. Eigentlich hatte mir dabei geholfen, die Flaschen bis zum letzten Tropfen zu leeren. Ich glaube, wir haben versucht, Ski zu fahren oder sowas. Ganz blöde Idee. Ich habe den einen Ski, den wir dabei verloren haben, immer noch nicht gefunden. Okay, wir müssen noch ein Ski finden. Und die Ketten. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Ja, bestimmt mit diesen Außerirdischen irgendwie Kontakt aufnehmen oder sich mit denen unterhalten können oder wie auch immer, ne? Das auf jeden Fall. Das wusste ja schon, dass der Typ irgendwie dachte, hier wird sowas geben. Okay. Die Tasche ging jetzt sehr merkwürdig auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ein bisschen komisch fand. Und es ist nichts drin. Wow. Alles klar. Weiter geht's. Ach, einen Hammer können wir doch einstecken, oder was? Will er mich verarschen? Wieso konnten wir denn gerade die Zange nicht nehmen? Hä? Oder hatten wir schon eine Zange im Auto, oder was? Und konnten die deswegen nicht nehmen? Diese Schriften waren undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Im Dunkeln ist es empfehlenswert, eine Taschenlampe zu nehmen. Ja, danke. So dunkel ist es hier drin auch nicht. Okay, wen hat er denn da gezeichnet so mehrmals? Was ist denn, wer ist denn das für eine Frau? Schade, ich wüsste gern, was hier überall steht, ne? Also nicht alles so ganz einzeln alles durchlesen, aber so ansatzweise irgendwie. Okay, das sieht ein bisschen spooky aus. Oh, ich dachte, das wären Kekse. Oh, jetzt habe ich Bock auf Kekse. Ich habe immer auf das Bock, was ich nicht da habe. Und es ist nicht so, als hätte ich nicht irgendwie immer eine Auswahl von ein paar Süßigkeiten und so hier. Ich dachte, es wäre Nuka-Cola. Sah so ein bisschen so aus, ne? Was ist das denn, ey? Für ein Geschirr. Huch. Offensichtlich sammelt Lamotte Steine. Ja, Steine, ja, sind auch schön. Also sie sind ja auch sehr unterschiedlich. Ihr könnt spitz, rund, eckig, grau, hellgrau, mittelgrau. Da kann man schon, ne? Okay, ich glaube, wir haben hier alles, ne? Oh, was ist das? Moment. Diebstahl von Straßenschildern ist strafbar. Warum hat er denn das Ding überhaupt stehen, ey? Oder so wie früher kenne ich auch so, dass man so Namen, so Straßenschilder, so, weiß nicht, so, ja, Straßenschilder halt, ne? Was weiß ich hier, Blabla Straße klaut oder so und sich dann im Zimmer aufhängt. Oder Kfz-Kennzeichen oder so. Habe ich so als Deko auch noch nie verstanden, aber gut. Okay, unser Arsch ist komplett warm oder was? Ja, ne? Kann ich das hier... Ach ja, da kann ich das sehen, okay. Nur unser Brain ist noch nicht ganz fresh wieder. Oder weiß ich auch nicht mehr, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, wenn wir was essen oder so, ne? Ach,
jetzt die Türen. Was ist denn hier los? Knobi und Kreuze. Oh, guck mal, haben wir einen Knoblauch zur Vampirabwehr oder so. Ja, oder so. Das könnte von mir stammen. Oder so. Was? Hausnummer 4000? Nice Cario. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Ich weiß nicht, Windspiele empfinde ich auch immer als ein bisschen gruselig, aber das liegt wohl daran, dass das halt unheimlich oft auch in Horrorfilmen irgendwie eingebaut wird, so, ne? Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Guck mal, das... Nee. Doch, warte mal, da war doch irgendwas. Leere Flasche, aber da war noch irgendwas anderes da. Yeah! Geil, wir haben direkt den zweiten gefunden. Sehr cool. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Okay, hier können wir, glaube ich, nichts aufnehmen. Nein. Können wir in den Schuppen? Ach so, in der Schuppen, ne? Da war ja irgendwie gerade so komisch, als wir da hingegangen sind. Ich guck mal eben, ob wir... Ja. Das schädigt unsere... geistige Gesundheit, komischerweise. Wir versuchen das aber mal eben schnell aufzumachen. Another worrisome victim of this ice. This one seemingly petrified in action. The poor man, before being frozen solid, seemed to have been defending the entrance to his cabin. But from what? Achso, das ist hier ein Mann hier, oder was hier vorne? Ah ja, stimmt, jetzt erkenne ich es auch. Das Problem ist, wir können halt nicht richtig reingehen, weil unsere Mentalanzeige, die ist halt schon halb runter. Und ich habe Angst, wenn wir da reingehen, dass wir dann sterben. Gucken wir uns erstmal hier draußen weiter um und dann speichern wir gleich nochmal ab und dann versuchen wir das mal. So, haben wir hier noch was Brauchbares? Scheinwerfer? Hä? Was? Benzin kann ich da füllen. Ach so, ja stimmt, ne? Ich hatte Benzin... Ah, okay. Hm. Schauen wir, ob wir hier schon was anbringen können. Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Ja. Scheinwerfer. Lenkstange. Okay, Lenkstange haben wir noch nicht gefunden. Oder haben wir die vielleicht im Auto? Dass wir die irgendwo anders schon gefunden haben? Ich weiß, ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was wir noch im Auto vielleicht an Ausrüstung haben. Da ist gar nichts. Das ist ja so ein Rasenmäher, ne? Der Rasen muss momentan nicht gemäht werden. Ja, ich weiß auch nicht, ob die hier sowas wirklich brauchen. Ach, das nehmen wir als Sitz, okay. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. In einer monochromen Welt sind Farben immer willkommen. Ja, sticht auch sehr hervor. Ich bin ja gar nicht so der total kunterbunte Farbenfreund, aber in so einer Welt so... Ja. Klebeband. Mhm.
Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben hier alles abgeklappert, ne? Ah, okay, okay, okay. Dann... Ja, es kann natürlich sein, dass irgendwas noch im Schuppen ist, was wir brauchen, ne? Pass auf, dann... Ein bisschen Zeit haben wir noch, ja. Dann speichern wir mal eben ab. Wir wärmen uns kurz auf, speichern ab. Ich trinke kurz was. Zumindest ein Schlückchen. Ich habe nämlich natürlich auf der Gamescom so fast gar nichts getrunken. Natürlich, man nimmt sich das immer vor. Hat er jetzt gespeichert? Ja, ne? Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Er speichert, alles klar. Gut. Ich würde aber gerne... Spiel speichern. Ja, ich hätte eigentlich gerne noch einen anderen Speicherpunkt. Aber den kann man anscheinend nicht auswählen. Dass wir halt zwei haben, weil ich weiß auch, dass auch einer anfangs so ein bisschen kaputt war. Ein Speicherplatz. Das würde mich halt beruhigen. Aber gut. Wir hoffen einfach mal, dass wir das Spiel mit dem einen Speicherstand schaffen. Mein Gott, diese Türen, ne? So, wir rennen jetzt mal schnell durch. Okay, scheint wirklich nur zu sein, wenn wir bei ihm in der Nähe sind, ne? Nicht, okay. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen erst um. Hallo? Ich guck da hin und da macht er die Schublade. So, die Zange brauchen wir nämlich noch und wir brauchen noch eine Längsstange. Und vielleicht noch einen zweiten Scheinwerfer. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob ein Scheinwerfer nur fehlt. Den Radio wieder. Hallo? Ich gucke zu dem Radio. Alles klar. Sehr komische Mucke. Wow. Ich dachte, da wäre jetzt irgend so ein Special-Zeug dran. Very special. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Ja, ein bisschen schon, weil der Weg ist ja jetzt nicht so weit, ne? Dass er jetzt hier pennen und essen und schlafen muss, so, um daran zu arbeiten. Also, ist ja jetzt nicht so mega weiter Weg, aber gut. Wenn das Bett in der Werkstatt steht, stimmt etwas nicht. Ja. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around. Ja, 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 ja. Alles klar. Ich möchte jetzt gerne eine Lenkstange finden, damit ich mit dem Ski rumfahren kann, weil ich die Vorstellung voll cool finde. Da ist doch eine. Yeah! McFry! Können wir eigentlich schneller hier durch den Schnee watscheln? Eine selbstgemachte fliegende Untertasse, was es nicht alles gibt. Ja. Was? Ich kann das Raumschiff reparieren? Wofür das denn? Okay, komm, machen wir mal. Scheiß drauf. Das Ding hängt sogar ab. Was passiert denn jetzt? Alter. An indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Oh, guck mal, Scheinwerfer. Aber was hat uns das jetzt gebracht, dass wir das repariert haben? Konnten wir vorher den Scheinwerfer jetzt nicht nehmen oder was? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Bescheuert, ey.
Können wir den anklicken? Oh, 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 ich komme nicht mehr weg. Ich habe keine Taschenlampe. Ach, sind wir wieder in so einer komischen Vision da, oder was? Kann ich die Lampe hier nicht nehmen? Nee, irgendwie nicht. Guck mal, der ist jetzt auch der Dingens, der, der Kühlschrank ist jetzt hier drin. Mit so einem Zettel drauf. Oh Gott, ich bin jetzt erschrocken, ey. Hallo? Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. Okay, also irgendwas wollte hier reinkommen und er hat es versucht zu verhindern, ne? Das Spiel ist echt so very strange einfach. Wenn denn da oben jetzt dran? Der war das, ne? Oder? Der Portier, ne? Ist da nicht irgendwie so eine Leiter? Können wir die nicht da runterschubsen irgendwie oder so? Ach ne, der war das, ne? Oder? Okay, und da oben ist so ein Loch in einem, auf dem Dach. Kommen wir dann vielleicht von hier aus irgendwie da hoch? Uiuiui. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir da rankommen. Wir gehen mal eben erst zum Skier zurück. Und setzen die anderen Teile da dran. Ist der jetzt ready oder was? Ach ja, stimmt. Wir haben noch keine Kette gefunden. Stimmt. Können wir das hier vielleicht bewegen? Okay, wir machen jetzt auch gleich wieder Aufnahmepäuschen. Weil ich sowieso gerade keine Idee habe, wie wir da hochkommen sollen. Ah, aber meinst du, wir haben irgendwas übersehen? Dass hier irgendwo noch die Kette rumliegt? Weil wir haben eigentlich alles so weit abgeklappert, ne? Ja, außer jetzt natürlich da oben den Eimer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sah jetzt ziemlich klein aus, was der da reingeschmissen hat. Das kann kein, ich habe nur fast, alles unter Wasser gesetzt. ja gut, wir überlegen uns in der nächsten Folge was und, sehen uns. Bis dann.